Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem eher weniger schönen Thema. Ich habe mir davor auch überlegt gehabt, ob ich überhaupt hier auf YouTube ein Statement dazu abgeben soll. Aber vielleicht habt ihr es ja auch schon aus dem Podcast mitbekommen oder auf Instagram. Und da ich Rafa auch damals kurz nach meinem Comeback hier auf YouTube vorgestellt habe und noch einige Videos mit ihm gemacht habe, wollte ich das auch hier einmal klären, ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es mir damit jetzt geht, wie es in Zukunft weitergeht. Wir sind ja auch vor eigentlich relativ kurzer Zeit auch gemeinsam hier nach Berlin gezogen, in diese Wohnung. Das habt ihr wahrscheinlich auch alles mitverfolgen können. Wie es bei so vielen Trennungen ist, war das keine spontane Entscheidung von heute auf morgen, sondern es hat sich über einen längeren Zeitraum hinweg angebahnt. Wir haben es irgendwie nicht gewuppt bekommen. Also man muss ja sagen, Streit gehört ja zu einer Beziehung mit dazu. Ist was völlig Normales und kann auch etwas Gesundes sein, solange man auch gemeinsam an einem Streit wachsen kann, sich weiterentwickelt, sagt, ich möchte an mir und an der Beziehung arbeiten. Das ist natürlich für mich momentan aktuell eine sehr schwere Zeit, weil ich hätte es mir auf jeden Fall anders gewünscht. Wo ich ihn euch vorgestellt habe hier auf YouTube, habe ich auch gesagt, jetzt habe ich endlich meinen Deckel für meinen Topf gefunden. Man plant dann auch in die Zukunft und drüber, ganz, ganz weit drüber hinaus. Haben aber auch da gemerkt, dass unsere Vorstellungen von der Zukunft einfach komplett auseinandergehen. Rafa ist ja sehr international aufgewachsen, sieht sich später auch im Ausland und ich habe natürlich auch so gedacht, weil ja auch einige Influencer-Kollegen ja auch ins Ausland mal so ausgewandert sind, habe ich auch schon mit dem Gedanken öfter mal gespielt. Und aber letzten Endes, da ich ein so krasser Familienmensch bin, muss ich einfach irgendwie, bin ich froh, wenn ich so eine Art Heimat habe, so ein Nest. Ich reise überall auf der Welt super gerne hin, aber ich bin dann auch wieder glücklich, wenn ich wieder zurückkehren kann. Und sehe mich dann eher vielleicht in Zukunft halt, wenn ich Glück habe, ist halt eben mit einer Familie, mit großen Hunden und einem Haus im Grünen, also eher auf dem Land und weniger in der Großstadt. Und das war natürlich nicht der einzigste Punkt, da kamen noch viele weitere hinzu. Habe dann irgendwann für mich eine Entscheidung treffen müssen und habe das natürlich auch mir gut und lange überlegt. Das beeinflusst mich natürlich jetzt in allem, aber es war auch schon seit Anfang des Jahres für mich nicht ganz so einfach, auch mit Content. Und da ist es so das Schwierige eben, dass man sagt, okay, bis wann ist, muss man professionell sein, seine Emotionen wegstecken und trotzdem in die Kamera lachen und sagen so, hey, heute mache ich das Workout, heute gehe ich hier hin und toll. Und ab wann geht es halt nicht mehr. Und früher habe ich es ja eigentlich nur versucht, meine schlechten Phasen zu verstecken, meine Fehler und so weiter. Und hatte letzten Endes einen Burnout. Das möchte ich natürlich nicht mehr und deswegen kommuniziere ich das mit euch auch so. Aber natürlich bis zu einer Grenze, also irgendwo, ich teile natürlich auch nicht alles. Ich teile schon sehr viel mit euch, aber manche Dinge sind natürlich noch im Privaten und das beeinflusst, wie gesagt, auch sehr jetzt meinen Alltag. Was ich mir da auch überlegt habe, ist, ob ich auch eine Beziehung je wieder öffentlich machen wollen würde, weil ich war dann echt schockiert. Da haben echt Leute Hate-Kommentare geschrieben. Das war wirklich so eine Lektion für mich, wo ich gesagt habe, so, okay, mache ich wahrscheinlich in Zukunft nicht nochmal so. Und einige von euch haben auch gefragt, wie das sich jetzt auf meine Essstörung auswirkt, weil ich euch ja gesagt habe, wenn es mir schlecht geht, versuche ich eben negative Emotionen mit Essen zu kompensieren. Aber sagen wir es so, der Trennungsschmerz, also ein gebrochenes Herz und Verliebtsein, diese Phasen, da kann ich nichts essen. Also ist natürlich bei jedem anders, aber mir ist es so, dass ich keine Freude am Essen habe, dass es mir nichts bringt, dass es die Leere jetzt irgendwie so gefühlt in meinem Herzen auch nicht füllen kann und bin auch seitdem auch eigentlich wieder Vollgas in meiner Trainingsroutine drin, weil das Gym eigentlich gerade das Einzige ist, was mich innerlich so zusammenhält und weil ich das Gefühl habe, sonst auseinanderzubröseln. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich wieder sehr viel Fokus auf Training gelegt, Ernährung, einfach irgendwas essen, damit ich was gegessen habe. Und das wird sich natürlich auch in Zukunft wieder ändern. Das sind halt jetzt sehr, sehr starke Gefühle mit dabei. Das ist einfach nicht schön. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist keine Trennung irgendwie so, ja, locker, flockig, hier, tschüssi. Weil es fühlt sich an, als ob jemand sterben würde. Und auch hier alleine in der Wohnung zu sein, die Abende sind furchtbar schwer. Also tagsüber in der Früh geht's, es ist schon komisch, dass halt in der Wohnung einfach ruhig ist. Und dann abends ist das Gehirn dann besonders gemein und spült halt immer die ganzen schönen Erinnerungen und Erlebnisse, die man zusammen hatte, so rein. Jetzt sind wir zwar hier nach Berlin gezogen, auch ja für Rafas neuen Job. Und ich werde aber jetzt erstmal in Berlin bleiben. Ich pack mental einfach gerade keinen Umzug. Ich sag's euch, das war von München nach Berlin damals einfach zu
krass. Und ich bin jetzt froh, jetzt irgendwie hier auch überhaupt was gefunden zu haben. Mir jetzt eben so dieses neue Nestchen gebaut zu haben. Und deswegen bleibe ich auch erstmal jetzt in Berlin. Beruflich gesehen ist es für mich auch wesentlich vorteilhafter als in München. Aber wo es mich dann jetzt irgendwie in 2, 3 Jahren hintreibt, kann ich jetzt auch noch nicht so wirklich sagen. Da versuche ich auch jetzt nicht zu viel zu kontrollieren, weil man merkt ja auch, irgendwie kommt es immer anders, als man sich das vorstellt. An Arbeit stürze ich mich, ich halte mich einfach beschäftigt, ich treffe mich wieder viel mehr auch mit Leuten, weil ich bin immer so ein Beziehungstyp, irgendwie manchmal so, ich bin dann sehr auf den Partner fokussiert und dann merke ich jetzt einmal, ach, ich könnte ja auch mit anderen Leuten noch was machen. Vielleicht kennt ihr das ja, also ist überhaupt nicht böse gemeint und so weiter, aber wenn man irgendwie Zeit hat, dann möchte man ja irgendwie auch mit dem Partner verbringen und so weiter. Und jetzt habe ich gemerkt, ja, wie viel Support ich da auch in meinem Umfeld erhalten habe. Das hat mich natürlich auch total wahnsinnig gefreut. Es haben sich so viele von euch aus der Community gemeldet, mir auf Instagram, über den Podcast eben auch. Also einfach total herzlich und mich eingeladen und so. Das habe ich echt nochmal, hat mir mal gezeigt, dass ich irgendwie doch nicht so alleine bin und lieb gehabt werde. Es ist ganz komisch, wie ich es beschreiben soll. Ich denke, das Einzige, was jetzt da ist, diese Emotion oder quasi diese Zeit heilen kann oder damit es halt irgendwie leichter wird oder dass man Umgang damit findet, ist einfach jetzt die Zeit, die vergeht. Ich habe ja auch diesen kleinen Break gemacht, wo ich nach Mallorca abgehauen bin. Da war ich jetzt eine Woche lang. Das hat mir auch sehr, sehr gut getan, auch mit Leuten. Also ich glaube, so ganz alleine wäre es für mich jetzt auch ein bisschen schwierig. Da kann ich empfehlen, dass man nochmal so ein bisschen auf andere Gedanken kommt, die Dinge einfach reflektiert. Muss natürlich nicht immer so sein. Ich hatte ja auch in L.A. damals in meiner Auszeit, war es ja auch ziemlich, das war nicht so schön. Aber Mallorca war wirklich sehr gut und jetzt freue ich mich auf jeden Termin, auf alle Projekte, die ich in Zukunft machen kann. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das hier ist mein 500. Video auf YouTube. Das ist so eine krasse Zahl, das ist so ein Meilenstein für mich. Und dazu wollte ich mir eben ein Special für euch überlegen, weil einfach ihr mit mir schon so viel durchgemacht habt, eben diese schwierigen oder schlechten Phasen, so wie jetzt, aber auch die guten und tollen Phasen. Wir sind gemeinsam wortwörtlich durch dick und dünn gegangen und über euren Support einfach auch jetzt in dieser Zeit war ich einfach so gerührt, da ist mir das Herz aufgegangen. Also wie ihr hier einmal sehen könnt, das war wirklich überwältigend und da dachte ich mir, möchte ich so ein kleines Special machen und möchte euch irgendwie so hautnah bei mir haben. Und zwar möchte ich mit 3 von euch einfach einen wunderschönen Tag hier in Berlin verbringen oder auch ein Wochenende. Das war so die Idee. Im Herbst möchte ich einfach mit euch einen richtig tollen Tag haben. Euch so in Berlin einfach meine Orte zeigen. Wenn ihr mit mir hier gemeinsam in Berlin einen Tag verbringen wollt, dann sind die Teilnahmebedingungen eigentlich super easy. Ihr müsst eigentlich nur ein aktiver Follower hier sein, also auch dem YouTube-Kanal folgen und mir einmal hier in die Kommentare unten reinschreiben, wie so ein idealer Tag für euch mit mir gemeinsam hier in Berlin aussehen würde. Und die GewinnerInnen werden dann kontaktiert. Und dann planen wir da was richtig Schönes zusammen. Ich versuche das auch noch mal ein bisschen größer zu gestalten und häufiger. War ja sonst immer so das einzigste Event, wo ich euch so treffen konnte, immer so die FIBO war. Einmal im Jahr und das ist ein bisschen wenig. Ja, bin ja eh gerade ein bisschen alleine hier in Berlin. Deswegen freue ich euch. Und wenn ihr auch gerade durch einen Heartbreak durchgeht, ihr seid nicht alleine. Und diese Kommentare lest ihr euch mal durch, auch mit den Tipps, was man eben da auch machen kann. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Redet mit Leuten drüber, mit Menschen, die euch nahestehen, mit Freunden, mit Familie. Seht einfach, wie toll ihr selbst seid und was ihr alles so mitbringt. Und vielleicht habt ihr eben einfach noch nicht den richtigen Deckel für euren Topf gefunden. Und wenn eine Tür sich schließt, habe ich jetzt auch die letzte Zeit gemerkt, wirklich so plump, wie es immer anhört, wenn jemand das sagt, so ja, eine Tür schließt sich, die andere öffnet sich. Auch jetzt, was jetzt wieder für Veränderungen stattgefunden hat, auch durch diese schwierige Phase, das ist wirklich krass. Also welche Menschen sich dann melden, mit wem man was unternimmt, was man erlebt und so weiter. Igelt euch denn nicht zu Hause ein. Natürlich, wenn ihr das wollt, wenn ihr euch für euch sein wollt, dann ist es auch gut. Aber sonst genießt jetzt auch einfach den Sommer 2023. Das machen wir gemeinsam. Nicht vergessen, für Special einmal mitmachen und würde mich mega freuen, wenn wir uns endlich persönlich mal hier sehen und das war mein kleines Statement dazu und ich schicke euch ganz liebe Grüße raus und dann sehen wir uns auch hoffentlich nächste Woche wieder.